Ich muss euren Meister finden. Nicht. Sein Schiff durchstreift die Grenzgebiete des bekannten Universums. Ach so. Und selbst ich weiß nicht, wo er sich aufhält. Bis er mich ruft. Selbst wenn ich euch zu meinem Meister führen könnte. Ich darf nicht zulassen, dass ihr ihn findet. Bis ihr bereit seid. Bereit? Wenn ich euch ungeprüft zu meinem Meister bringe, ohne dass ihr euer Potenzial entfaltet, verliere ich euch. Und das darf nicht geschehen. Es ja, das ist aber nett von dir. Feuer in ein paradiesisches Tal. Als zerschmetterte man eine Höhle aus seltenem Kristall. Als raubte man einem Maler das Augenlicht. Das ist schlecht. Aber mein Leben ist unbereut. Euer Meister bedroht mehr als nur mich. Ich kann es nicht tun. Werde es nicht tun. Ich sterbe lieber, um euch zu beschützen. Unberührt. Unverletzt. Das ging aber wirklich schnell, dass du mich hier so beschützen willst. Wie habt ihr mich gefunden? Ich habe euch gespürt. Euch gehört durch die Macht. Es war wie ein Geräusch, ganz leise noch zu hören. Ah ja. Und als ich es hörte, konnte ich es nicht ignorieren. Ja. Ich habe aber einige Fragen an euch. Ich werde Fragen beantworten, aber meine Antworten könnten sich als nutzlos erweisen. Erzählt mir von eurem Heimatplaneten. Über dieses Thema habe ich lange nicht gesprochen. Seit seiner Zerstörung. Das ist aber schlecht. Wurde zerstört? Der Planet wurde nicht zerstört. Er existiert weiterhin. Er treibt leblos durch den Orbit. Auf seiner Oberfläche gibt es kein Leben mehr. Das ist aber schlecht. Nur ein Echo. Doch es gibt niemanden, der es hören könnte. Dann, wie konntet ihr die Zerstörung eures Heimatplaneten überleben? Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie überlebt habe. Ich war dort, als der Planet starb. Ach so. Mit anzusehen, wie alles um mich herum ausgelöscht wird. Es war, als wäre ich erblindet. Als hätte man der Welt die Macht entrissen. Als wäre plötzlich alles verstummt. Vermutlich gibt es schlimmere Tode. Schlimmere Schmerzen. Ich weiß jedoch von keinen. Ich war das einzige noch lebende Wesen auf dem Planeten Katar. Und mein Leben, mein Schmerz war ein Flimmern in der Dunkelheit des Planeten. Alles, womit ich verbunden war, war zertrennt worden. Ihr wart die einzige Überlebende? Ja. Aber es war kein wirkliches Überleben. Ich frage mich noch immer, was geschehen wäre, wenn ich mit den anderen gestorben wäre. Dann wärst du ob jetzt nicht hier. Ob ich mich vielleicht vor der Galaxis hätte verstecken können. Wenn ich nur nicht diese Schmerzen verspürt hätte. Diesen Verlust. Aber es war unmöglich. Ja, das als dem Planeten das richtig. Leben geraubt wurde, ich aber unerklärlicherweise überlebte, kam mein Meister mich holen. Er schritt über die Oberfläche meiner toten Welt und nahm sich dort tragisch. Inmitten der Leichen meiner toten Rasse meiner an. Und er öffnete mir die Augen. Zum ersten Mal sah ich die Galaxis. Ach so. Und ich wollte sterben. Er gab euch euer Augenlicht. Denn diese Galaxis, meine Welt, ohne die Strömungen und Skalen der Macht, war nur raue Materie. Ach wirklich? Fels. Fleisch. Leere. Er zeigte mir das Flackern des Lebens auf anderen Planeten. Ach so. Die Masse an Lebewesen, die durch die leeren Orte der Galaxis schwärmen. Diese Wesen hatten keinerlei Verbindung zu sich selbst. Das ist natürlich traurig. Zu ihrer Welt. Zu ihrem Platz in dieser Welt. Sie konnten die Strömungen nicht sehen. Konnten nicht sehen, wie sie sich auf alles auswirken. Tja, und warum hat euer Meister euch das gezeigt? Um mich an seine Sache glauben zu lassen. Er überzeugte mich, dass die Galaxis, alles Leben, sterben muss. Ja, das ist aber ein bisschen radikal, findest du nicht? Seine Hässlichkeit, sein Lärmen. Und er setzte es durch Stille. Wo vorher Chaos herrschte, sollte Ruhe herrschen. Und Ordnung. Ja, ich verstehe es nicht. Die Oberfläche Katar ließ es sich nur durch mehrere Kreuze der Republik zerstören. Es ließ sich nicht durch Maschinen oder Waffen erreichen. Die Macht ist sehr viel schrecklicher und sie berührt mehr Leben, als jede Maschine töten könnte. Oh. Jeder, der die Macht fühlt, stark, tiefgehend fühlt, fühlt sie auf andere Weise. Ja, wenn du ihr das so sagst. Ihr habt eure Stärken, ob ihr es wisst oder nicht. Und mein Meister hat die seinen. Seine Macht ist groß. Und sie entsteht durch seinen Hunger. Er ist eine Wunde in der Macht. Eher Präsenz als Fleisch. Ach so. Und wo er hintritt, stirbt das Leben. Opfert sich seinem Hunger. Und wer die Macht stark fühlt, ist wie ein Signalfeuer für seinen Hunger. Oh, ja, dann bin ich vielleicht nicht so ganz gut aufgehoben. Wäre mit der Zeit angegriffen worden. Es war unvermeidlich.
Doch wir konnten nichts dagegen tun. Und warum hat euer Meister Katar zerstört? Der letzte Rat der Jedi kam auf unsere Welt, um sich dort im Geheimen zu treffen. Ach so. Die Jedi hofften, dass sie inmitten unseres Volkes sehen würden, was sie aus der Dunkelheit der Galaxis heraus bedrohte. Es gelang ihnen. Ah ja. Und sie lockten ihn aus seinem Versteck. Und Katar, mein Volk und die Jedi konnten nicht länger ignoriert werden. Und mein Volk starb. Ja, das ist schlecht. Und die Jedi starben. Und es war niemand mehr übrig. Außer mir. Ja, warum haben sich die Jedi denn auf Katar getroffen? Sie hofften, die Bedrohung zu sehen, die sie verfolgte. Und sie haben sie gesehen. Was für eine Bedrohung war das? Aber auf einen solch gewaltigen Angriff waren sie nicht vorbereitet. Er hat den Planeten angegriffen, weil Jedi sich dort aufhielten. Er kann seinen Hunger nicht lange leugnen. Nicht? Einem Treffen von Jedi kann er nur kurz widerstehen. Und nun, da die Jedi aussterben, weiß ich nicht, was geschehen wird. Ja, dann vielleicht muss er wohl verhungern. Genug sein, um alles Leben zu töten. Allein durch seine Existenz. Vergesst, ich habe noch andere Fragen. Ich beantworte, was ich kann. Wurde euer Meister nach Peragos geschickt? Ich kenne den Ort nicht, von dem ihr sprecht. Mein Meister hat das Gebiet der Republik schon lange nicht mehr betreten. Doch es gibt andere, die sich freier bewegen können, die für einen solchen Akt der Zerstörung verantwortlich sein könnten. Ach so. Wie meint ihr das? Es gibt viele Gruppierungen innerhalb der Sith. Ach so, alle wollen das Wenige an sich reißen, das nach dem Ende des Jedi-Bürgerkrieges noch übrig ist. Nicht immer wissen die einzelnen Gruppierungen, wohin die andere geht. Ah ja. Aber ihr Ziel ist das gleiche. Der Tod aller Jedi. Überall. Sie glauben, dass ihr das der letzte ungünstig. Jedi seid. Und nur der Hass gegen die Jedi vereint sie. Das ist alle sehr ihre ungünstig. Augen sind auf euch gerichtet. Eine schreckliche, stille Dunkelheit verfolgt euch. Ich habe aber noch andere Fragen. Ich beantworte, was ich kann. Steckt eurer Meister in der Sache von Peter? Meister hat den Planeten, von dem ihr sprecht, nicht zerstört. Es gibt viele Gruppierungen innerhalb des... Ja, das hast du mir bereits gesagt. Nicht immer wissen die Einzelnen... Sie glauben, dass ihr der letzte... Ich beantworte... Was habt ihr mit meinen Augen angestellt, als wir gegeneinander kämpften? Mein Volk hatte einst die Fähigkeit, Ereignisse durch die Macht wahrzunehmen. Sie zu sehen. Diese Fähigkeit manifestiert sich auf vielerlei Weise. Ach, wirklich? Manchmal beeinflusse ich sogar andere Wesen. Verstehe. Wünscht ihr noch etwas? Nein, aktuell nicht. Aber bevor ihr geht, muss ich euch noch etwas fragen. Ach, wirklich? Warum habt ihr das getan? Warum wollt ihr mir helfen? Mich unterrichten? Weil ich glaube, dass ihr gerettet werden könnt. Ihr dürft das nicht tun. Ich kann euch nicht gestatten, euch meinetwegen zu schwächen. Einem anderen zu helfen schwächt mich, es stärkt uns beide. Das sagt ihr, aber ich habe so etwas noch nicht gesehen. Wie meint ihr das? Ich erinnere mich kaum an meinen Heimatplaneten, seit ich im Dienst meines Meisters stehe. Ach, wirklich? Er ist nicht, wie er früher war. Es bleiben nur wenige Erinnerungen. Und nur wenig vom Planeten selbst. Das ist wohl richtig. Gut. Ja. Vielleicht sprechen wir... Dann haben wir jetzt Einfluss bei der gewonnen. Und gucken noch mal, können wir mit der Dienerin noch irgendwas anfangen? Die war ja nicht so gut zu sprechen auf die... War hier die Dienerin? Dann hier ist der... Hast du was zufällig für mich, Baudur? Ja, General. Nee, du hast... Er kann nur Schilde für mich machen, das will ich nicht. Wo war die denn? Da war die Dienerin. Ja? Könnt ihr mir ein paar Kampfflächen beibringen? Das Training ist Angehörigen bestimmter Kasten der Ichani vorbehalten. Aber es kann nicht schaden, euch einige Grundprinzipien zu lehren. Ich verstehe nicht, wie ihr und Atris kämpft. Aber ich kann euch zeigen, wie die Kinder der Ichani mit der Kriegskunst aufwachsen. Das klingt doch gut. Dieser Ort ist so gut wie der andere. Die Technik der Ichani basiert auf anderen. Wenn man die einfachsten Techniken nicht beherrscht, ist es unmöglich, die höheren Stufen zu verstehen. Sie sind vergleichbar mit einem Alphabet, das man erlernen muss, bevor man Wörter und schließlich Sätze bilden kann. Ich verstehe, ich bin bereit. Als Grundlage werde ich euch in unseren elementaren Bewegungen unterweisen.
Der Körper selbst ist die erste Waffe, die ihr beherrschen müsst. Das ist nichts, was man beschreiben könnte. Ja, lasst dann uns miteinander kämpfen. Dadurch lernt ihr mehr als durch meine Worte. Benutzt dann will ich das nochmal machen. Benutzt nur eure Hände und Füße, um mich zu schlagen. Sonst ist unser Kampf vorbei. Greift auf keine Gegenstände oder Machttechniken zurück. Sie würden den Lernprozess nur behindern. Das heißt auch keine Rüstung oder Kleidung? Die Duelle der Ichani sind Riten, bei denen weder Rüstungen noch andere Dinge, die die Bewegung einschränken, gestattet sind. Sehen wir mal nach, es ist recht kalt und? Auf diesem Schiff. Seid ihr bereit? Ja, keine Machtkräfte, Waffen oder Gegenstände. Sehr gut. Ich werde euren Bemühungen durch meine Bewegungen widerstehen. Haltet euch nicht zurück, sonst verletze ich euch. Dann weiß ich Bescheid. So. Sie aber auch hier mit ihrem komischen Schild da ankommt. Ihr habt wirklich gut gekämpft. Das ist doch ihr gut. Ihr habt die Grundtechniken gelernt, indem ihr meine Bewegungen beobachtet und vorhergesehen habt. Ja, so mache ich Bevor das. Bevor ihr geht, muss ich etwas wissen. Warum seid ihr zurückgekehrt? Um euch dem Prozess zu stellen? Ich dachte, sie hätten eine Erklärung verdient. Vielleicht musste ich hören, wie ich mich selbst verteidige, um sicher zu sein. Ich verstehe. Das habe ich mich immer gefragt. Sein Urteil bereitwillig anzunehmen, zeugt von großem Mut. Ach so. Ich habe noch eine Frage. Ja. Was macht ich ihr? Ich trainiere. Sollte Gefahr heraufziehen, werden mein Körper und meine Reflexe bereit sein. Außerdem hatte ich ganz vergessen, wie lang eine Reise durch den Hyperraum dauern kann. Wenn ich mich nicht beschäftige, fürchte ich auch um meine geistige Gesundheit. Das ist natürlich schlecht. Können die jetzt halt mit Etten Pasag spielen? Pasag? Schon wieder? Schön auch, dass der Untertitel was ganz anderes sagt. Ich denke nicht, dass ihr irgendwer dem anderen traut. Das ist nicht wahr. Ihr und der Iridonianer vertraut einander. Oder zumindest vertraut er euch. Als wir Atres dienten, haben wir viel von den Iridonianern gehört. Atres dachte, dass die Iridonianer wissen, wie man Telos wieder aufbauen kann. Atres aus diesem Grund der Telos-Akademie macht? Die Ursachen für eine derartige Macht sind vielfältig. Ach so. Und ich kenne nicht alle Antworten, aber es wird etwas Größeres vollbracht. Die Lehren der Akademie müssen bewahrt werden, selbst wenn das Telos schwächt. Ja, das ist wohl richtig. Atres der Reparatur wäre der Schlüssel, um Telos zu retten? Ja, von seinem mechanischen Sachverstand können viele nur träumen. Ja, wenn du das Seine sagst. Seine Schildtechnologie übertrifft sogar die der besten Energietechniker der Ichani. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, was seine Treue und sein Respekt bedeutet. Der Iridonianer hat sich auf Telos mit niemandem verbündet. Aber um euch zu folgen, setzt er sogar sein Leben aufs Spiel. Seine Haltung ist... Das ist natürlich sehr nobel Wohin von ihm. Wohin er auch geht, er trägt eine Welt auf seinen Schultern. Eine Und wie bei euch bin ich nicht sicher, ob er sich ihr je gestellt hat. Ich konnte ihr erklären, warum Atres Energie zur Telos-Akademie ist. Die Ursachen für eine derartige Macht sind vielfältig. Die Lehren da... Ja gut, das hast du mir gesagt. Fragt. Könnt ihr mir noch ein paar Kampftechniken beibringen? Ich denke, ihr seid bereit für die nächste Stufe. Das ist doch gut. Wir werden die Verhaltensregeln des letzten Duells beibehalten. Ihr dürft aber eine beliebige Nahkampfwaffe auswählen. Mit Ausnahme des Lichtschwerts. Ja, okay. Klinge, botanischer Betäubungsstaub, Energiepike, was ihr wollt. Aber keine Gegenstände oder Machttechniken. Okay, Nahkampfwürfel, aber keine Lichtschwerter gestellt oder Machtfähigkeiten, alles Dann klar. Dann fangen wir an.
Noch einmal, haltet euch nicht zurück. Ich tue es auch nicht. Dann will ich mal eben eine Nahkampfwaffe machen. Langschwert, was ist denn das Beste? Das ist ziemlich gut, das macht 16 Schaden. Das macht 17 Schaden. So eine Doppelwaffe. Ihr habt die Regeln unseres Duells verletzt. Ergibt nicht. Ich würde es gerne noch einmal versuchen. Sehr gut. Sehr. Wir werden Vibro. Dann fang. Offenbar keine Doppelwaffen. Dann nehme ich doch mal. Das hier. Ha! Das ist doch schon mal eine Waffe, mit der man was anfangen kann, würde ich behaupten. Oha. Schleudert die mich einfach quer durch den ganzen Raum. So. Ihr habt wirklich gut gekämpft. Ihr habt die Grundtechniken gelernt, indem schön ihr auch, dass meine man Bewegungen das dann hier quer durch die Wand gesucht vorhergesehen wird. Habt. Gewonnener Einfluss bei der Dienerin. Ja. Könnt ihr mir noch ein paar Kampf beibringen? Ich glaube nicht, dass ihr für weitere Lektionen bereit seid. Jede unserer Techniken muss einige Zeit im Kampf erprobt werden, damit ihr erkennt, wie man sie optimal anwendet. Scheinbar ein Angriff vorher vorauszusehen. Es ist die Fähigkeit der Ichani, den Gegner zu lesen. Zu wissen, wohin er schlagen wird, um seinem Angriff zuvorzukommen. Viele Kämpfe der Ichani werden einige Minuten im Voraus ausgeführt. Ah ja. Es ist fast, als würde man in den Kernsystemen eine Partie Dejerik spielen. Die besten Ichani sind in der Lage, den Verlauf von Schlachten über Monate vorherzusagen. Manche können sogar den Verlauf ganzer Kriege prognostizieren. Ach wirklich? Nur Revan hat je ein derartiges Geschick bewiesen. Und obwohl er uns erschlug, respektierten ihn die Ichani. Könnt ihr mir das ihr beibringen? Ihr tut es bereits. Was meint ihr damit? Wenn ihr nicht wisst, dass ihr es tut, wird euch das Training in der Tat zu einem gefährlichen Gegner machen. Kommt! Ich werde euch in weiteren Kämpfen unterrichten. Oh ja. Versucht nicht, meine Bewegungen vorherzusehen. Handelt instinktiv. Ihr habt euch verbessert. Ach, wirklich? Ich hatte befürchtet, euer Wissen um eure Fähigkeit würde alles zunichte machen. Aber das ist nicht der Fall. Ihr lernt schnell. Vielleicht ermöglicht euch die Verbindung zur Macht solche Dinge. Ich glaube es aber nicht. Jetzt kämpft ihr wie ein Krieger der Ichani. Das geht aber ziemlich schnell. In der Zukunft. Du hast die Kampfvorordnung erhalten. Dadurch wird dein Weisheitsbonus während des Kampfes zu einem Defensivwert addiert. Ja. Wenn nehmen wir noch einen. Ich glaube nicht. Okay, da gibt's noch nichts. Gibt es einen Grund, warum ich ohne Kleider kämpfen muss? Die Duelle der Ichani sind Riten, bei denen weder Rüstungen noch andere Dinge, die die Bewegung einschränken, gestattet sind. Ach so. Ein Duell ohne Kleidung ist ein wenig entblößend. Bescheidenheit ist im Kampf fehl am Platz. Das wissen selbst die jüngsten Ichani. Und ihr solltet es auch wissen. Ja, kann ich noch mal Fragen stellen? Was macht ihr? Ich trainiere. Außerdem hatte ich ganz... Ja gut, das wissen wir ja auch schon. Haben wir denn hier noch irgendwas Neues? Schon gut, ich gehe dann jetzt. So, dann sehe ich mich aber mal wieder hier ankleiden. Hier haben wir noch Kleidung, Defensivbonus. Was ist denn das Beste, was wir haben? Hier haben wir einen 12 Defensivbonus und wir nehmen wieder unsere Lichtschwerter. Das Doppellichtschwert mit dem, dann nehme ich lieber zwei normale.
Einfach aus dem Grund, weil man damit mehr Schaden macht, denke ich.